Ich sollte das Mikrofon tragen. Soll ich das Mikrofon verwenden? Nein? Nicht nötig? Okay. Purve, Gora Chandaya, Radhikaya, Tadali. Krishnaya, Krishna Bhaktaya. Shri Nandanandanam Bande, Radhika, Chananadvayam. Samayuktam, Vrindavan. Pujami Radham, Madhavindanetram. Smarami Radham, Madhudasmitasyam. Padami Radham Kurana Badaran Tatomana Yasti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Als erstes erweise ich meine achtungsvollen Ehrerbietungen meinem Gurudev, Shishima Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Unseren Shiksha Gurus, Shila Gorkovinda Goswami Maharaj, Shila Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, und Vaishnavas und Vaishnavis, Hare Krishna. Danke, dass ihr gekommen seid. Das 15. Kapitel Jiva Dharma, es heißt Jiva Tattva. Und wir diskutieren noch eine Seite vom 14. Kapitel. Da war diese Diskussion, was ist Nirvishesh Brahma? Die Mayavadis, ein paar Leute sagen, das sei Bhagavan ohne seine Shakti. Doch das Problem kommt, Bhagavan kann nie ohne seine Shakti sein. Er ist immer mit seiner Shakti, seiner Energie. Du kannst die Sonne nicht ohne das Sonnenlicht haben. Die Bedeutung ist, Bhagavan, das Nirvishesh Brahma ist Bhagavan mit Shakti. Doch die Shakti ist nicht manifest. Shakti und Shaktiman sind eins, doch für transzendentales Spiel haben sie immer zwei Formen. Rajanath, wenn wir ein Tattva annehmen, jenseits von Shakti, getrennt von Shakti, verschieden von Shakti, das keine Eigenschaften besitzt, dann wäre das das Gleiche wie das Nirvishesh Brahma, das in den Upanishaden beschrieben wird. Babaji sagt, doch das Nirgun Brahma, da gibt es keine Wünsche. Doch Krishna, der Parampurush, hat immer Wünsche. Er besteht aus freiem Willen. Er besitzt alle Formen und Eigenschaften. Er besitzt Purushuddha, das Gefühl, ein Mann zu sein, der Genießer zu sein. Krishna hat das Gefühl, der Genießer zu sein. Adhikara, das Gefühl, die Autorität zu sein und unabhängig zu sein. Diese vier Eigenschaften sind stets anwesend in Shaktiman. Unabhängigkeit, freier Wille, Purush, das Gefühl, ein Mann zu sein, ein die Eigenschaft der Genießer zu sein und Adhikar, der Autorität zu sein. Diese vier Eigenschaften sind immer in Shaktiman. In Wirklichkeit sind Krishna und seine Energie eins, nicht verschieden voneinander. Und die Shakti, die Krishnas Gegenwart, auf Krishnas Gegenwart hinweist, ist auch Krishna. Also, weil die Shakti von Krishna in der Form von Radha weiblich ist. Der einzige Unterschied im Tattva zwischen Radha und Krishna ist ihr Abhiman, ihr Selbstkonzept. Krishna bedeutet, besitzt das Konzept, ein Mann zu sein, höchste
Abhiman of being the supreme, of being the Mann female, und Radharani besitzt das Selbstkonzept, weiblich zu sein. Das ist der einzige Unterschied zwischen ihnen. Rajanath hat gefragt, wenn Krishna den Wunsch hat zu genießen, was ist denn Radharanis Wunsch? Radharanis Wunsch ist stets Krishnas Wunsch unterordnet. Keine ihrer Wünsche sind unabhängig von ihm. Wir hören von Krishnas Lila, wie er sich vor Krishna Radharani verneigt oder Verzeihung bittet. Wir sollten nicht verwirrt werden. Radharani tut das alles, weil Krishna einen Wunsch hat und es macht Krishna glücklich. So, if one is wenn jemand Harikatha hört, sollte man sich ein bisschen verändern. Ja, Prema? So, Rajanath felt himself Rajanath changing hat gespürt, wie er sich verändert von Tag zu Tag. Hat stets über diesen Harikatha mal meditiert. Seine Familie hat darüber nachgedacht, ihn zu verheiraten. Doch Rajanath hat dem keine Wichtigkeit beigemessen. Er hat immer nur an Harikatha gedacht und hat sich überlegt, wie er wieder in Satsanga sein kann. Nächsten Tag kam Rajanath ein bisschen früh, denn das 15. Kapitel ist ein bisschen kondensiert, dick. Babaji hat ihn zu Shivas Angam gebracht. Rajanath, ihm sind die Tränen von den Augen geflossen. Dann hat Babaji gefragt, warum weinst du? Aber es scheint, diese Welt hätte keinen Wert, keinen Sinn. Bitte sei so barmherzig und sag mir, wer ich bin. Als Sanatan Goswami zu Mahaprabhu kam, das Gleiche, hat er gefragt, wer bin ich? Warum leide ich? Wenn ich das nicht weiß, wie kann ich mein Leben irgendwie Glück verheißen werden? Shri Trivikram Goswami Maharaj sagte, das ist eine dumme Frage. Nein, hat natürlich Mahaprabhu nicht gesagt. Das ist der Anfang des Vedanta. Jetzt hast du die menschliche Lebensform, du solltest fragen. Jignas, wer bin ich? Babaji sagte, oh mein Sohn, du hast mich gesegnet, indem du diese Frage gestellt hast. An dem Tag, an dem das Jiva diese Frage stellt, dann kommt alles, was Glück verheißen ist. Das ist der fünfte Vers, Das Mula. Die Essenz davon, Bhagavan ist wie ein Feuer und das Jiva ist wie ein Funke dieses Feuers. Obwohl die Jivas nicht verschieden sind von Hari, sind sie ewig verschieden von ihm. Der ewige Unterschied zwischen dem Jiva und Ishvara ist, Ishvara ist der Herr über Maya und das Jiva kann von Maya unterworfen werden, selbst im befreiten Zustand, aufgrund seiner konstitutionellen Natur. Prabhupada sagte, die befreiten Seelen können fallen, doch es ist ihre Natur, doch sie tun es nie. Rajanath hat gefragt, okay, das sind Lord Chaitanya Mahaprabhus Lehren, doch ich akzeptiere es, doch es kann sein, dass viele Leute es nicht akzeptieren können. Kannst du irgendwelche Beweise anführen von anderen Schriften? Habe die gesagt, alle lernen Dasmula. Die sagt, ja, wir, die Nachfolge von Chaitanya Mahaprabhu, können das annehmen, doch für Leute außerhalb ist es ein bisschen schwierig. Wer kein Vertrauen hat in Chaitanya Mahaprabhu, für die ist es schwierig. Vielleicht glauben Sie, Shrutis, doch was Chaitanya Mahaprabhu gesprochen hat, das ist auch Veda. Was interessant ist, da gibt es ein Zitat aus Upanishaden, das ich noch nie gehört habe. Wir denken, dass das sei die Idee, die Vorstellung von Bhaktivinoda Thakur, doch nein, man findet es auch in Upanishaden. Bhavat idancha palolokastanam cha sandhyam tritiyam snapnastanam tasma sandhye stane tistane ibi eti ube stane postya idancha palolokastanam cha. Sehr schön. Das ist aus der Brihad Aranyaka Upanishad. Also, es gibt zwei Stellungen des Jiva Purush. In Wirklichkeit ist Jiva Shakti,
Energie. Doch an mancher Stelle wird Shiva gesagt, dass Shiva hat die Tendenz, unabhängig zu sein und zu genießen. Und deshalb wird es an mancher Stelle auch Purush genannt. Es gibt zwei Stellungen, über die das Shiva nachfragen oder fragen sollte. Materielle Welt und die spirituelle Welt. Doch das Shiva befindet sich in einer dritten Position. Es ist wie ein traumartig, ein Ort des Träumens. Warum? Die Tathasta, dort gibt es keinen Einfluss der Swarup Shakti und keinen Einfluss der Maya Shakti. Es ist wie ein neutraler Ort. Ein Ort Träumen. Nicht Tiefschlaf und auch nicht Wachzustand. Wie gesagt, es ist so wie ein Traumzustand. Du kannst nicht immer, für immer träumen. Eines Tages musst du aufwachen. Gurudev hat gesagt, es ist die Natur des Shivas, entweder hierhin oder dorthin zu gehen. Es ist seine Natur. Es kann nicht ewig dort bleiben. Wie wenn du zum Beispiel irgendwelche Senfkörner auf eine Messerschneide legst. Es kann dort nicht verweilen. Sie müssen entweder auf die linke oder auf die rechte Seite gehen. So it is this juncture between the material and the es ist spiritual diese Kreuzung zwischen dem materiellen und der spirituellen Welt. So this describes the das ist der Ursprung des Shiva. Und das beschreibt die marginale Natur des der Shiva Shakti. Marginal. Es hat das Potenzial in der materiellen Welt als auch in der spirituellen Welt zu leben. Ein anderes Zitat aus der Brihat Aranyaka Upanishad. Wie ein großer Fisch manchmal zum östlichen Ufer des Flusses und manchmal zum westlichen Ufer des Flusses geht, so das Jiva, das sich im kausalen Ozean befindet, Karanajal, dem Wasser zwischen der materiellen und der spirituellen Welt gibt es ein Fluss, der Viraj, hat viele Namen, wird auch der kausale Ozean genannt. In dieser marginalen Position, dort ruht sich Mahavishnu aus und von dort aus erschafft er. Und er befruchtet Maya mit seinem Blick. Jivas sind in diesem Viraj, kommen aus dieser neutralen Position. Doch sie haben keine Erfahrung, das ist wichtig. Sie wissen nicht, dass Maya leidvoll ist und dass Krishnas Dienst glückselig ist. Hätte es diese Erfahrung, würde das seinen freien Willen stören. Prajnata fragte, was ist die vedantische Definition von Tathasta? Der Raum zwischen Land und Ozean wird Tata genannt. Das ist das Ufer. Dort, wo das Land das Wasser berührt, ist weder Wasser noch Land. Es ist ein dritter Ort. Star bedeutet sich befinden. Tata, Star. Der Ort zwischen der materiellen und der spirituellen Welt. Tata ist der Ort, die Linie, die die zwei voneinander trennt. Die Jiva Shakti befindet sich dort, wo sich die beiden begegnen. Bhakti Rakshashida Goswami Maharaj hat gesagt, es ist nicht ein Ort, es ist ein Bewusstseinszustand. Später, in diesem Kapitel wird gesagt, wir haben all diese Allegorien, Wasser, Feuer, Funke und so weiter, doch die Realität ist jenseits davon. Das wird alles in diesem Kapitel erklärt. Okay, so, die spirituelle Welt ist sehr machtvoll und auch die materielle Welt ist sehr machtvoll. Es gibt unzählige Jivas, die sich zwischen diesen beiden befinden. Das Jiva kommt von der Tathasta Shakti, deshalb ist seine Natur auch Tathasta. So, we heard all this, no?
So, when wenn the das Jiva, Jiva, because he has denn the es hat diese Tasca, he looks Natur, towards wenn es Bhagavan sich, and becomes wenn es zu inclined, Bhagavan why he looks towards Bhagavan, hinschaut und zu, ihm zugewandt wird, warum? Es hat einen freien Willen. Dann wird es beeinflusst von Krishnas Energie und seiner Shakti. Oh, er möchte mir dienen. Dann gibt diese Swarup Shakti diesem Jiva Zuflucht. Dann geht es in die spirituelle Welt und dient Bhagavan in seiner reinen Form. Doch wenn es zu Maya schaut, wird es auf verschlungen wie von einem Hai. Es ist schon ein bisschen geneigt, sich von Krishna abzuwenden, denn es schaut zu Maya und unverzüglich wird seine spirituelle Natur bedeckt. Er fragt, in der Konstitution des Shiva, gibt es dort Maya? Nein, das Shiva hat keine, in seinem Reich hat keine Verbindung mit Maya. Das Shiva ist alleine aus spiritueller Energie geschaffen. Doch da es sehr klein ist, winzig ist, kann es von Maya bedeckt werden. Doch nicht mal ein Hauch von Maya existiert in der Existenz des Shiva. Einfach gibt es vier Argumente der Mayavadis. Wenn das allduchdringende Brahma, wenn es geteilt wird, ein Teilchen davon wird von Maya bedeckt und wird jetzt ein Shiva. Sie geben das Beispiel eines Topfes. Der Himmel ist unbegrenzt und allduchdringend. Du kannst ein bisschen von diesem Himmel in einem Topf fangen, doch wenn du den Topf zerschlägst, dann wird das wieder der Himmel. Wenn das Jiva befreit wird, wird es wieder Brahma. Ist das gut? Ist das eine gute Vorstellung? Babaji Maharaj sagte, es ist nur Mayavad. Wenn es nur eine Energie gibt, Brahma, woher kommt dann Maya? Zweitens, wie kann Maya Brahma einfangen? Brahma ist voller Wissen. Woher kommt denn Maya? Wie kann Maya Brahma bedecken? Wenn es Brahma bedeckt, wer kann es dann befreien? Wieder? All diese Fragen stellen sich. Dritte, Brahma hat keine Shakti, diese Argumente haben wir bereits gehört. Sie glauben, dass Paratattva hätte keine Shakti. Wenn es keine Shakti gibt, woher ist dann Maya gekommen? Maya ist eine Shakti. Ein anderes, wenn wir akzeptieren, die transzendentale Energie von Brahma, wie kann dann eine niedrige Energie, Maya-Shakti, diese Chit-Shakti einnehmen, wenn du die Energie von Brahma akzeptierst? So möglich, denn die spirituelle Energie kann nie von der niedrigeren Maya eingenommen werden. Bhagavan kann nie eingenommen werden von Maya. Wenn Maya keine Wünsche hat, keine unabhängige Energie, keinen Willen, keine Wünsche, warum sollte sie dann Brahma einnehmen? Brahma ist untrennbar. Wie kann es aufgeteilt werden? Viele Arten, verschiedene Arten und Weisen hat Bhaktivinoda Thakur Mayavad zerstört. Die Schlussfolgerung ist, Maya hat nichts zu tun mit Shiva. Shiva ist winzig, ja, doch es ist Maya überlegen. Rajana sagt, ich habe von einem anderen Lehrer gehört, dass Shiva seine Reflexion von Brahma. So wie die Sonne im Wasser reflektiert wird. Brahma wird das Shiva, wenn es sich in Maya reflektiert. Babaji sagt, auch das ist wie die Mayavad-Philosophie. Wenn Brahma allurchdringend ist und unbegrenzt, wie kann es sich irgendwo reflektieren? Gibt es nicht zwei Dinge? Gibt es da außerhalb nichts, in dem es sich reflektieren könnte?
Unbegrenzte Entität, Wesenheit kann sich nirgendwo reflektieren, da gibt es keinen Ort, keinen Platz. Also die Theorie der Reflexion wird auch von, weisen wir auch von uns. Und dann sagt Rajanath, ich habe von einem Sannyas gehört, dass es keine wirkliche Existenz gibt, das Jiva. Man denkt einfach nur, man sei ein Jiva, weil man ist in Illusion. Wenn die Illusion entfernt ist, erinnert man sich wieder, ich war stets Brahma. Babaji Maharaj sagt, auch das ist Mayavad. Die meisten heiligen Schriften gibt es nichts, das getrennt ist von Brahma. Und wenn es nichts gibt außer Brahma, woher ist dann Illusion gekommen? Einmal waren wir in China. Wir sind auf diesen Berg gestiegen. Er hat so einen Quilt getragen mit so verschiedenen Stoffstücken, vielen Farben. Und er hat seine Philosophie, seine buddhistische Philosophie gesprochen. Alles ist falsch, alles ist Illusion, nichts existiert. Dann habe ich gesagt, wenn nichts existiert, woher ist dann die Illusion gekommen? Und er konnte nichts sagen, er war völlig Mund geschlossen zu. Nichts, er konnte nichts mehr sagen. Alles, wenn nichts existiert, woher ist dann das alles gekommen? Es gibt nichts außer Brahma. Und woher kommt denn Maya? Brahman ist ohne Fehler. Wie kann es dann vergessen, was es ist? Brahma bedeutet vollständiges Wissen. Kann jemand mit vollständigem Wissen vergessen, wer er ist? Es widerspricht sich. Und wenn du akzeptierst, es gibt so etwas wie Maya, dann weißt du diese non-dualen Aspekt der absoluten Wahrheit von dir. Einmal hat Prajnath gesagt, ein anderer Pandit kam und er sagte, nichts existiert außer dem Jiva. Der Jiva erschafft alles in seinen Träumen. Und deshalb genießt es Glück und Leid. Wenn der Traum aufhört, sieht es, dass es nichts gibt außer Brahma. Ein träumendes Brahman. Aber sie sagt, auch das ist wieder Mayavad. Wenn Brahma ist nicht dual, wie kann es dann ein Jiva produzieren? Mayavadis verwenden viele Beispiele, um die Leute zu verwirren. Dieses Beispiel von Vivartavad, du siehst zum Beispiel Perlmutt in einer Muschel und du denkst, es sei Silber. Oder du siehst ein Seil und denkst, es sei eine Schlange. Brahma denkt, und es verwechselt sich selbst mit einem Jiva, denkt es ein Jiva. Doch diese Philosophie kann die nicht-duale Natur der absoluten Wahrheit nicht etablieren. Maharaj sagt, Silber, Perlmutt existiert und Silber existiert. Doch das eine für das andere zu halten, das ist der Fehler. Es ist nicht so, dass Silber nicht existiert. Prajnath hat das alles gehört, ja? Maya hat nichts zu tun mit der Schöpfung des Jiva. Ich verstehe jetzt, dass der Jiva von Natur aus Maya unterworfen ist. So is the Jiva created by the Chitchak. Wurde das Jiva von der Chitchak erschaffen? Remember we heard? Remember the Chitchak? Erinnerst du dich? Wir hörten. Sag einfach, yes. Ja. Bhagavan has Bhagavan one Shakti, hat only nur the Parashakti. Eine Shakti, die Parashakti. Three Kriyas. Drei Kriyas. That which das, manifests die the spiritual world, that which manifests the material und die world, and das, was die spirituelle Welt erschafft und das, was das Jiva erschafft. Die Frage ist, kommt das Jiva von der Chitchakti? Nein. Denn die Chitshakti ist vollständig, es ist Krishnas eigene Energie, eigene Swarup Shakti. Alles, was von der Chitshakti kommt, ist vollkommen und vollständig. Radhika hat vier Arten von Freundinnen. Die sind alle Nitya Siddhis. Pranasakis, Parampreshta Sakis. Okay, Nitya
They are, anyway. Do I have to remember them all again? Nur die Nityasakis. Nityasakis come from the jiva, but the other die four Jivas they are all perfect in Nityasiddhas. Jivas. No? Die anderen sind ewig vollkommen. Und dann die Ashtashakis, die Radharanis direkte Erweiterung sind. Die Chit-Shakti ist vollständige Shakti. Sie kann nicht unvollständige Jivas erschaffen. Bisschen kompliziert hier. Alle vollständigen Tattvas sind Transformationen der vollständigen Energie. Die spirituelle Welt und alles dort und alle dort sind vollständig und voller Wissen und Glückseligkeit. Doch die Jivas, insbesondere diejenigen, die von Maya eingenommen sind, sind nicht vollkommen und vollständig. Alles ist in Bhagavan. Alles ist in Bhagavan, also muss auch Unvollständigkeit in ihm sein. Das, was von der vollständigen Energie geschaffen wird, sind die Nityasiddhas. Und was von der unvollständigen Shakti geschaffen wird, sind die Tathasta Shakti, Jivas. Aufmerksam zuhören, die Nityasarangini. Sri Krishna always is, because he's non-different from ist nicht verschieden von seinen verschiedenen Shaktis. Er ist in jeder Shakti vollständig gegenwärtig. In der spirituellen Welt manifestiert er seine Swarup als Sri Krishna und Sri Narayan. Dann situiert er sich selber in der Jiva-Shakti und manifestiert sich selbst als das Vilasmurti von Braj Baladev. Das bedeutet, Krishna hat Balaram das Recht gegeben, die Jiva-Shakti zu beherrschen. Nicht, dass Balaram durch die Maya-Shakti irgendwie transformiert wurde. Krishna nimmt eine Form und situiert sich als das vorherrschende Deity der Jiva Shakti, dann etabliert Krishna sich in Maya und manifestiert die Form der drei Purushavatars: Mahavishnu, Garbhodakshay Vishnu und Kshiradakshay Vishnu. Er gibt ihnen das Recht, Maya zu beherrschen. Krishna hat Baladev das Recht gegeben, die materielle Welt zu beherrschen, und er selber macht seine Spiele in der spirituellen Welt. In seiner Form in Braja manifestiert er alle Balaram, manifestiert in Braja all diese spirituellen, alle ewigen Lebewesen in der spirituellen Welt. Und dann als Sankarshan, Baladev manifestiert sich als Sankarshan wieder in Vaikuntha. Und als dieser Sankarshan erschafft er acht Arten von Seelen für den Dienst von Bhagavan. Das sind alles Funktionen der Chit-Shakti. Das sind alle vollständig und vollkommen. Doch Mahavishnu situiert sich selber in der Jiva-Shakti. Und er manifestiert die Jivas, die das Potenzial haben, in der materiellen Welt involviert zu sein. Mahavishnu reguliert die Jiva-Shakti, um diese Tathasta-Jivas zu produzieren. Tathasta-Shakti kann nichts hervorbringen ohne den Wunsch von Mahashiva. Er hat den Wunsch, ein defektives, das ist nicht ein richtiges Wort, ein winziges Jiva zu erschaffen. Mit einer marginalen Natur. Und mit diesem Wunsch manifestiert die Jiva Shakti unzählige Jivas. Und dort, wo Mahavishnu wohnt, auf diesem Viraj, das ist alles miteinander verbunden. Diese Jivas sind von der Jiva Shakti manifestiert durch den Wunsch von Mahavishnu. Und sie können von Maya unterworfen werden. Doch das, was von der Chit Shakti manifestiert wird, kann nie unter den Einfluss der Herrschaft von Maya
geraten. Now controlled by the three Doch modes of nature. Diese kleinen Jivas Bearing all this in mind, sind jetzt Siddhanta, that only the Jiva beherrscht Shakti and not von the Maya. Chit-Shakti manifest the Jivas. Es ist also die Jiva Shakti und nicht die Chit-Shakti, die Jivas manifestiert. Einige sagen, wir kommen von der spirituellen Welt. Es gibt keine Jiva Shakti in der spirituellen Welt. Prasanna hat eine gute Frage gestellt. Du hast gesagt, die spirituelle Welt sei ewig und so sei das Shiva. Wenn das so ist, wie kann das Shiva erschaffen werden? Wenn es erschaffen wird, dann existiert es, doch früher hat es nicht existiert. Wie können wir dann das Shiva als ewig annehmen und verstehen? Babaji sagt, Zeit und Ort, alles in der materiellen Welt beeinflusst unser Denken. Materielle Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, doch in der spirituellen Welt gibt es nur die ewige Gegenwart. Alle Begebenheiten in der spirituellen Welt sind ewig dort vorhanden. Denk mal darüber nach. Jeder Event, jede Begebenheit, Anlass in der ewigen spirituellen Welt ist ewig gegenwärtig dort. Die nächsten Seiten erklärt Babaji Maharaj diese Dinge. Wir versuchen etwas zu verstehen, was vollständig transzendental ist und sich jenseits des Verständnisvermögens des Jiva befindet. Und wir haben nur materielle Beispiele. Wir können nichts anderes als materielle Beispiele anwenden, um zu versuchen, dieses Verständnis im Jiva zu erwecken. Es wird alles. Zum Beispiel, wenn jemand fragt, wo ist der Mond? Jemand sagt, ah, er befindet sich da in den Zweigen des Baumes. Schau mal. Doch in Wirklichkeit befindet sich der Mond Millionen von Kilometern davon entfernt. Doch es gibt uns eine Richtung, einen Hinweis, ein Konzept. Und dann, wenn uns diese materiellen Beispiele gegeben werden, wie zum Beispiel eben Feuer und der Funke, Fisch und wir verwenden Sprache wie zum Beispiel schaffen. Wir können es nicht jetzt verstehen, sagt er. Denn Worte sind immer fehlerhaft und unser Geist ist eingenommen von Maya. Wir können es nicht verstehen. Dein Körper ist materiell, deine Gemütsstimmungen sind alle materiell. Doch die Essenz deines Wesens ist nicht materiell. Chande Harinam. Und je mehr du chantest, desto mehr wirst du deine spirituelle Essenz realisieren. Und je mehr desto mehr wird dieses spirituelle Verständnis kommen. Deshalb müssen wir wach bleiben während dem Harikatha. Das ist die erste Errungenschaft. So, this goes on a few pages as explanation. The devotees can read it at their leisure. Okay? So. Babaji Maharaj diskutiert jetzt Achintya Bheda Veda Tattva. Wie zum Beispiel ein Funke, der von einem Feuer kommt, ist mit ihm eins und auch gleichzeitig verschieden von ihm. Stellt sich die Frage, wie sehr verschieden? Maharaj sagt, 90% oder 10%, 50-50, wird nirgendwo gesagt, wie viel sie das gleich sind, wie viel verschieden. Mahaprabhu verwendet das Wort unvorstellbar. Aber Babaji Maharaj sagt, in der materiellen Welt, wenn was von etwas erschaffen wird, wird es verschieden von ihm. Es ist vollständig verschieden von ihm. Zum Beispiel, wenn ein Huhn ein Ei legt, das Ei und das Huhn sind verschieden voneinander. Wenn eine Person ihre Haare schneidet oder ihre Fingernägel zu einem gewissen Zustand waren sie eins, doch jetzt sind sie verschieden. Maharaj hat das Beispiel gemacht. Das Haar ist abhängig vom Körper, doch der Körper ist nicht abhängig vom Haar. Ein einfaches Beispiel, doch schön. Fingernägel sind abhängig vom Körper, doch der Körper ist nicht abhängig von Fingernägeln. Die Natur von spirituellen Dingen ist verschieden. Was von Krishna manifestiert wird, bleibt immer nicht verschieden von ihm.
Die Jivas, die von Krishnas Energie kommen, wenn Krishnas Energie nicht verschieden ist von Krishna, dann ist es seine Energie, dann kommt das, was von ihm kommt. Sein Produkt von dieser Shakti bleibt auch nicht verschieden von ihm. Ja, stimmt's, Prima? Ja? Okay. Erinnere dich einfach an das Huhn und das Ei oder das Haar. Die Heiligen versuchen uns zu helfen, dies zu verstehen. Sie geben uns Beispiele, Feuer und Funke. Aber wirklich, wenn wir Bhajan ausführen, können wir es wirklich verstehen. Wenn du Beispiele. Wenn du zum Beispiel Gold in ein Stück schneidest, Stücke schneidest, zum Beispiel von einem Armreif, aus der Perspektive des Armreifens ist das Gold dasselbe, doch aus der Perspektive des Goldes ist das, der Armreif verschieden von ihm. Aus der Perspektive des Goldes ist das Gold nicht verschieden vom ursprünglichen Stück. Doch aus der Perspektive des Armreifs sind das Stück und der Armreif verschieden voneinander. Das ist ein anderes materielles Beispiel. Aus der Sicht des Chitva-Tattva gibt es keinen Unterschied zwischen Bhagavan Ishvara und dem Lebewesen. Doch aus einer anderen Sicht sind sie verschieden voneinander. Zum Beispiel mit in der Quantität. Prabhupada hat einfache Sprache verwendet. Qualitatively eins und quantitativly verschieden. Zum Beispiel wie ein Glas Wasser und der Ozean. Der Ozean und das Wasser im Glas sind das Gleiche, doch es gibt auch einen Unterschied. Das Glas ist sehr klein, das Wasser im Glas ist sehr klein und der Ozean ist sehr groß. Aus der Sicht der Chittattva gibt es keinen Unterschied, doch aus der Sicht des Status und der Quantität, da gibt es einen Unterschied. Was ist der Status? Bhagavan ist der Beherrscher von Maya und Shiva ist es nicht. Und Quantität, Bhagavan ist unbegrenzt und das Jiva ist es nicht. Ishvara ist vollständiges, Vibhu Chaitanya vollständiges Bewusstsein und das Jiva ist winziges Bewusstsein. So, anyway, this goes on. Again, this is called Arundhati Nyaya. Arundhati Nyaya genannt. Es gibt einen Stern, der heißt Arundhati. Sehr schwierig ihn zu sehen, denn es gibt tausende von Sternen. Ah, schau zum Mond und dann ein bisschen links. Das ist Arundhati Stern. So ein bisschen einen Hinweis geben, um ein Thema zu beleuchten. Rajana hat eine Frage gestellt. Was ist der Unterschied zwischen Ishvara und Jiva? Okay. Zuerst sollst du verstehen, sollst du den Nicht-Unterschied zwischen Ishvara und Jiva verstehen. Ishvara ist die Verkörperung von Wissen, der Wissende. Bhagavan ist die Verkörperung von Wissen, der Wissende und derjenige, der reflektiert. Und der Genießer, vier Eigenschaften von Bhagavan. Er ist selbst manifestiert. Swaprakash, Paraprakash, und er erleuchtet andere. Jiva und Maya sind nicht unabhängig von ihm. Ohne Krishna haben sie keine Existenz. Krishna hat unabhängige Wünsche, ist der Kennende von allen. Das ist der Nicht-Unterschied. Jiva besitzt diese Eigenschaften auch. Es hat auch Wissen, es kann auch denken, ist auch der Genießer. Zu einem gewissen Grad ist es auch selbst erleuchtet. Es besitzt Wünsche, es kennt diesen Körper. Das ist der Nicht-Unterschied zwischen Jiva und Bhagavan. Dennoch gibt es einen Unterschied. Bhagavan ist allmächtig und das Jiva ist winzig. Bhagavan ist vollständig und das Jiva ist unvollständig. Bhagavan
ist immer der Beherrscher von Maya und der Shiva kann von Maya beherrscht werden. Ishvara, Gott, ist der Herr der Swarup Shakti und Shiva und Maya Shakti können nicht Shakti beherrschen. Shiva ist die Dienerin von Krishna. Shakti wird aktiviert durch den Wunsch von Krishna. Der Shiva ist unter der Herrschaft und ist auch unter der Herrschaft von Shakti. Das ist der Unterschied. Okay. Es gibt einen Unterschied und auch den Nicht-Unterschied. Wie sehr sie voneinander verschieden und nicht verschieden sind, das ist unvorstellbar. Ich glaube, jetzt haben wir alles abgedeckt. Aus der Perspektive ihrer spirituellen Natur gibt es keinen Unterschied zwischen Jiva und Ishvara. Doch aus der quantitativen Perspektive gibt es einen Unterschied. Er hat es nochmals erwähnt. Also, könntest du bitte zusammenfassen die Natur des Jiva? Es ist ein bisschen lange, aber es ist eine schöne Zusammenfassung. Bitte hör aufmerksam zu. Bitte erkläre die Natur des ewigen Jiva, Babaji Maharaj. Es ist Raghunathas Goswami. Das Jiva ist winziges Bewusstsein. Es besitzt die Eigenschaft des Wissens. Deshalb kann das Jiva sagen, aham, ich bin, es hat Wissen. Es ist der Genießer, der Denker und derjenige, der versteht. Der Jiva hat eine ewige Form, die sehr subtil ist. In dieser Welt, die materiellen Welt, die Hände, Füße sind und alles ist kombiniert, um eine attraktive Form zu schaffen. Die Jivas besitzen einen ganz, ganz schönen spirituellen Körper, der aus spirituellen Teilen besteht. Es gibt den Jiva mit Augen, Ohren, Nase, Händen, mit einer Identität, mit Dienst. Alles ist da. Kleidung. Wie zum Beispiel in einem Same der ganze Baum ist. Wir haben das gestern gehört. Das sind die drei Inhaltszutaten der Swarup Shakti. Sandini, Samvit, Ladini. Relationship. Ananda. Ananda is present in Jiva's eternal mood of Ananda ist gegenwärtig in der. Das Jiva hat eine ewige spirituelle Form. Doch nun, wenn das Jiva zu Maya kommt, wird diese ewige Form von zwei Körpern bedeckt: dem grobstofflichen und dem feinstofflichen Körper. Zum Zeitpunkt des Todes verlässt man den grobstofflichen Körper und der feinstoffliche Körper trägt das Shiva gemäß seinen Wünschen und seinem Karma zum nächsten Körper. Deshalb verändert sich der grobstoffliche Körper, doch der feinstoffliche Körper verändert sich nicht. Die bedingte Natur des Shiva kommt aus einer vergangenen Geburt. Ich hoffe, Damayanti, du bleibst bei diesem Pfad. Im nächsten Leben nicht mehr Kalifornien, hast du dann eine glückverheißende Geburt. Diese Natur bestimmt die Kasse, in der man im nächsten Leben geboren wird. Wenn du dann in Indien geboren wirst, kannst du wieder Karma ausführen. Die erste Bedeckung der ewigen spirituellen Form ist der subtile Körper, der feinstoffliche Körper, und das zweite ist der grobstoffliche Körper. Es gibt einen Unterschied zwischen dem spirituellen Körper und dem subtilen, feinstofflichen Körper. Krishna beschreibt es in der Bhagavad Gita. Meine getrennte achtfache Energie
Erde, Wasser, Feuer, Luft und so weiter. Doch getrennt davon ist Paraprakriti, ist Jiva. Das ist mein getrennter Teil, Teilchen. Da alle von diesen, von Jiva Shakti und Maya Shakti kommen, sollten wir wissen, dass ich, Bhagwan, der einzige Ursprung und Grund von allem bin. Der ewige Unterschied zwischen der Seele und Babaji Maharaj erklärt, das Ego des Jivas wird stärker und stärker und immer mehr an Maya angehaftet. Das falsche Ego, ich bin feindschaftlichen Körper, ich bin der Genießer. Doch das Jiva hat auch sein ursprüngliches spirituelles Ego, das haben wir bereits gehört. Und diese reine spirituelle Ego manifestiert sich wieder auf der vollkommenen Stufe. Das materielle Selbstkonzept kommt von diesem materiellen, feindschaftlichen, grobschaften Körper und es bleibt sehr stark. Deshalb wurde die Beziehung mit Geist vergessen. Der subtile, grobschaftliche, feindschaftliche Körper ist sehr fein, so dass der grobstoffliche Körper ihn bedecken kann. Rajanath sagt, ich verstehe die ewige spirituelle Natur. Er besitzt einen ewigen Körper. Im bedingten Zustand wird dieser wunderschöne spirituelle Körper bedeckt von einem grobstofflichen und feinstofflichen materiellen Körper. Und aufgrund der Verbindung mit diesen materiellen Körpern wird man gestört. Und man hat Bewusstsein, der Geist und der Verstand haben Bewusstsein aufgrund der Seele. Der Geist ist wie ein Chit-Abbas, eine Reflexion der Seele. Ich denke, our own voice in our head. Oh, ich habe Hunger. Was werde ich heute tun? Und die Verbindung des Geistes mit der Seele, dann scheint es, als hätte der Geist auch Bewusstsein. Im bedingten Zustand bleibt dieser wunderschöne spirituelle Körper bedeckt vom subtilen Grobstoff und vom grobstofflichen Körper. Ist das Jiva fehlerlos und unbedeckt in seinem unbedeckten Zustand? Ja, es ist frei von Fehlern. Doch jetzt ist es sehr schwach, denn es hat keinen Kontakt mit der spirituellen Energie. So. Diejenigen, die sich selbst als befreit denken, sind selber bedeckt von Illusion. Hare Krishna. Wow, today was heute quite war short. Kurz. Finished chapter 15. Sind die Kapitel vorbei. So I know, have you habt ihr den Vers gelernt? Tad Bhivanam Saji Pakriti Kumalakam Tad Bhimuktam Chabhavi Nahida Bhed Prakasham Sakumapi Sadhanam Sudha Bhakti Na Sakriti Tad Priti Vaiti Sajana Kora Swayam Saha. Also da lernst du den Vers, nur ein Vers. Jesus Christ, Hare Krishna. You're learning, right? Malti, du lernst es, ja? Richtig. Okay. Ich bin auch ein bisschen hinten nach mit dem Lernen dieser 10 Verse. Es war hier ganz viel los.
Ich werde mich bestrafen, indem ich ein bisschen mehr Halva esse als sonst. Also wir sollten diese 10 Verse lernen. Okay, einer hat mir diese 10 Verse geschickt mit der Wort für Wort Übersetzung. Davon habe ich dummerweise alles gerade wieder gelöscht. Ich habe ihn gefragt, es nochmals zu schicken, und ich warte jetzt. Ihr könnt es dann ausdrucken und dann könnt ihr es schön lernen. Okay. Tibetata, keine Ausreden, sehr schöne Erklärung. Okay. So, this is the first basic of Mahaprabhu's teachings to Sanatan Goswami. This is also Sambandha. Das ist alles Sambandha Gyan. Als Sanatan Goswami Mahaprabhu fragte, wer bin ich, warum leide ich? Und die Antwort ist Jivara. Mahaprabhu sagte, wer bin ich? Du bist die Seele, Krishnas ewiger Diener, und du hast von Krishnas Tathasta Shakti manifestiert. Deshalb bist du verschieden und nicht verschieden von ihm. Bhaktivinoda Thakur hat es einfach expandiert im Jiva Dharma. Es gibt zwei Arten von Jiva. Der eine ist von Maya eingenommen und der andere ist befreit von Maya. Übermorgen kommt das 16. Kapitel an die Reihe. Das Jiva ist das von Maya eingenommen ist. Heutige Klasse ein bisschen kürzer. Gaur Premanandi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Gaur, Hare Bol, Hare Bol. Go Prima. How many watched? How many watched? Yeah, we started right on time. Many people come late.